So, eins, zwei, drei. Was ist los? Alter, wollte ich neulich nach Köln meine Leute besuchen und gerade in die fetteste Jam, wo ich je gesehen habe. Überall vermummte Menschen wollen wohl nicht erkannt werden und überall Mucke, wobei ich würde den DJ rausschmeißen. Aber gute Stimmung, echt krass, Alter. Mitten durch das ganze Gewühle ging dann auch noch so ein weißer Festzug mit riesigen Wagen mit Blumen und Pappfiguren drauf. Das machen die wohl für die alten Leute, die nicht mehr so gut laufen können. Da habe ich auch Pommes drauf gesehen, aber die laufen ja eh nicht so gern mit dem Fußvolk. Eins ist auf jeden Fall sicher, hier klappt es mal echt mit der Völkerverständigung. Menschen aller Rassen kamen da zusammen und ich glaube, ein paar Aliens hatten sich auch darunter gemischt. Sogar unsere grünen Freunde vom Mars waren eingeladen. Echt clever gemacht. Das spart den ganzen Stress mit der Polizeistunde und Lärm und so, weißt du? Und die Männer durften endlich mal das tun, was sie zu Männern macht. Eins muss man den Kölnern auf jeden Fall lassen. Praktisch sind die. Wenn die Fete zu Ende geht, zack, Müll auf die Straße und tschüss. Die Müllabfuhr ist nämlich auch zur Fete eingeladen und aus lauter Dankbarkeit nehmen die den Krempel dann auch direkt mit. Alles in allem eine echt coole Party. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe gehört, die nächste steigt im Februar 2009. Natürlich, wo sonst? In Köln.